Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR. Heute möchte ich euch The Climb vorstellen. Ich denke mal, jeder kennt dieses Kletterspiel. Und wenn nicht, werdet ihr jetzt sehen, um was es sich hier geht. Eigentlich hatte ich heute vor, das Spiel hier mit der Kamera aufzunehmen. Die ist aber leider nicht angekommen. Ich hoffe, das kann ich jetzt bis zum Wochenende nachholen und dann mal ein Spiel mit Kamera präsentieren. Natürlich muss ich auch erstmal gucken, ob ich das mit dem Zimmer hier so hinkriege und eventuell noch was umbauen. Aber ich hoffe, das klappt und ja, dann seht ihr mich auch mal hier rumhampeln. Ja, dann würde ich sagen, jetzt viel Spaß bei The Climb. Hey there, Climber. Welcome to our Touch Controller Tutorial. This one's for learning the basics. Dann lernen wir mal die Basics. First, try looking around. Ja. Notice how your hands move with the position of your Touch Controllers. As you climb, you need to be aware of your stamina. Okay. The amount of stamina for each hand is displayed on the hand itself. Kondition von den Händen? Okay. To take hold of a grip, use your left or right grip control. Each control maps directly to the hands you see. The distance you are from the wall depends on how far your touch controllers are from your body. Try this out by moving your touch controllers backwards and forwards. Okay. The hand that holds onto a grip loses stamina, while the one that is not holding gains stamina. Okay. While you lose stamina, you start to sweat. Your heartbeat increases and your hands start to tremble. When your stamina is depleted, you will fall. You can improve stamina by chalking your hands. If your hands are chalked, your stamina drains slower and regains faster. Chalk your right hand by holding the chalk button and shaking the controller. The sound will inform you once chalking is complete. Okay. Rechalk. Chalk your right hand by holding the chalk button and shaking the controller. A sound will inform you once chalking is complete. Ah, okay. Chalk your left hand with the left chalk button. Alter, damit geht doch keiner klettern. Aber Kreide macht wieder alles okay. The status okay. of your chalk ich würde is sagen, displayed die benutzen einfach im Krankenhaus jetzt immer Kreide. Hold on to the grip again and see how stamina drains more slowly now. Grip with both hands to regain stamina. You must rest occasionally to regain stamina. Okay. Chalk depletes as you climb with every grip you touch. Less chalk means you lose stamina faster and regain it more slowly. Now look up and find the checkpoint flag. This shows you where the section ends. Great. Okay. Now try climbing higher. First, let's get to the save point. Hold on to a grip and push or pull yourself in the direction you want to move. Boah, komisches Gefühl. You're doing really well. You've reached a save point. If you fall after this, we'll restart back here. Okay, die Kondition war direkt weg von dem Arm hier. Oder von der Hand. Some grips are just out of reach. Try stretching your arms to get to this one. Holding a grip that's too far from your body can decrease stamina. You can also lean your body to get those really difficult grips. Kann man dran hier? Nö. Oh, runtergefallen. Okay, zum Glück haben wir einen Save Point. Mal Kreide dran machen. Okay, hier müssen wir wieder. Some climbs are quite complex. If you get lost, press the hint button to see your route. Huh. Looks like you need to get around this corner. Okay, eine kleine Hilfestellung. Try leaning your body around it. Again, lean your body to look around the corner. Okay. Some grips can only be reached by jumping. Press the jump button to leap in the direction you are looking. Remember, you need to release the grip button to grab the new grip. You also lose stamina by jumping or falling. Okay, das ist glaube ich nicht so einfach mit dem Springen. Ich hoffe, dass ich Unrecht habe.
You fell, but don't worry. We'll restart you at the last save point. Warum wusste ich we'll das? We'll pause the game until you get your first grip. Okay. Nee. Nicht so einfach, wie ich dachte. You can also jump by looking into the direction you want to go and pushing yourself off from the wall. Release the hand you've pushed with and reach out to take another grip. Before jumping, make sure your body is not too close to the wall. Okay, und jetzt? Push and release to jump. Okay. Okay. Das ist einfacher als mit dem Springen. You've reached the top. Now place both hands on the ledge and pull yourself up by pushing down both controllers. Was ist jetzt los? Hä? Congratulations! Remember, man muss sich richtig abstoßen. Here at the checkpoint, we pause time until you are ready to move on. This tutorial is now complete. Okay, das war das Tutorial. War grafisch natürlich mal gar nicht so wirklich gut. Aber ich denke, dafür wird werden die anderen Level hier richtig gut aussehen. Wow, sieht das genial aus. Und wie klein das alles da aussieht. Wahnsinn. Und ich merke mal wieder, dass meine Oculus komplett beschlagen ist. Das habe ich in den letzten Tagen öfters irgendwie. Keine Ahnung warum. Okay, legen wir mal los. Okay, da läuft ein Käfer weg. Mal komplett anders als nur in diesem Tutorial zu klettern. Ja, die Höhe ist schon extrem irgendwie, obwohl ich noch gar nicht so hoch geklettert bin. Die laufen sogar weg. Okay, ich glaube, ich muss noch mal hier. So. Oh je. Nicht umgreifen. Boah. Also so kann man auch die Höhenangst besiegen, die man hat, wenn man sie hat. Ich habe sie jetzt zum Glück nicht. Okay, wo geht's jetzt lang? Ah, da. Oh, gerade wo die Kamera rumgedreht ist, wurde mir schon ein bisschen schwummrig. So, ich denke mal, hier geht's hoch. Da war gerade irgendwas im Busch mit leuchtenden Augen. Okay, Checkpoint erreicht. Oh, jetzt müssen wir wieder springen, ne? Und wir springen mal ganz locker in den Tod. Okay. Habe ich noch nicht so raus mit dem Springen. Okay. Okay. Boah, sieht das hoch aus. Alter Schwede. Okay, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt. Ich dachte, man könnte jetzt hier rüber irgendwie. Was war das? Ah, man kann hier bestimmt die. Hell's Bells. So. Okay, jetzt muss man hier. Oh.
da ich mich noch festhalten konnte. Also mit dem Springen, das habe ich noch nicht so raus. Okay. Nee, Springen klappt noch nicht. Nicht wirklich gut. Charakter schwitzt. Okay, geschafft. Checkpoint. Sieht schon genial aus da mit dem Sonnenuntergang. Müsste hier nur irgendwo eine richtig fette Spinne sitzen, dann würde ich auch, glaube ich, direkt loslassen. So, noch mal umgreifen. Was ist jetzt? Your head. Intersect an object. Okay. Ich gerade irgendwie aus dem Dings rausgegangen. Kamerabereich? Nö. Aber wo muss ich denn jetzt lang? Muss ich jetzt hier rüberspringen? Warum? Ah, ich muss runter. Kann ja auch den Weg nochmal anzeigen lassen, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall richtig. Das meinte ich wieder. Wenn diese Kamera umschwenkt und man bewegt sich nicht, das ist echt fies. Wir brauchen mehr Kreide. Ach, guckt euch das an, ey. Ich habe mal wieder das Kabel fast um meinen Hals gewickelt. Sehr gut. Okay. Jetzt geht's wieder hoch. Ah, den müssen wir wieder schlagen. Jetzt genießen wir nochmal die Aussicht hier. Oh, Wahnsinn. Da können wir nur direkt einen Körper runter machen, oder? Okay. Dann geht's weiter. Oder habe ich... Ja, lassen wir noch mal kurz los. Ja, erstmal noch mal Kreide. Ja, viel cooler finde ich, wenn man hier einen Beutel hätte, wo man einfach reingreift. So macht wäre irgendwie viel realistischer. Nächster Safe Point. Ja, ich berühre wieder ein Objekt. So, jetzt können wir uns aussuchen, wo lang wir gehen. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Okay, da oben ist auch schon Finish. Okay, wir müssen unbedingt die Hände wieder mit Kreide. Okay. Wo geht's jetzt lang? Da. Also bisher gefällt mir echt gut. Echt mal was anderes. Echt geniales Feeling.
Wenn jetzt die Weitsicht noch von der Oculus besser wäre, wäre es einfach genial. Aber alleine so schon echt gut. Okay Leute, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Haben ja einen Berg geschafft. Und ja, mir gefällt das echt gut. Sieht echt genial aus. Also wenn die Oculus jetzt noch mehr Weitsicht hätte, wäre das natürlich noch besser und realistischer. Aber gut, man kann nicht alles haben. Und wir sind ja noch, was VR angeht, relativ am Anfang. Wenn es euch gefallen hat, dann haut ein Like raus und direkt ein Abo hinterher. Würde mich echt freuen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.